kommen nach. Vor 14 Tagen in dieser Sendung wurde Röthenbach an der Pegnitz gezogen. Und Sie wissen, wir haben schon oft und wir haben das einmal auch dargestellt, gejammert und gestöhnt, Maie, schon wieder Ort mit 600, mit 700 Einwohnern, was wird es geben? Gymnastik, Schießen, vielleicht ein bisschen Fußball, was soll man eigentlich noch zeigen? Jedes Mal ist wieder irgendwas rausgekommen. Diesmal war die Aufgabe meines Kollegen Hans-Albert Kräft, der nach Röthenbach fuhr, viel schwieriger. Er musste nämlich versuchen, den Sport in einer 13.000 Einwohnergemeinde darzustellen. Und Sie können sich vorstellen, dass es dazu eines wirklich großen Aufwandes auch in Röthenbach selbst bedurft hat. Heute um 13 Uhr wird das bayerische Fernsehen auf dem Westplatz für die Sendung Blickpunkt Sport Aufnahme machen. Es soll eine möglichst große Zahl... Knapp 13.000 Einwohner, unter ihnen rund 3.700 Sportler, mehr oder weniger aktiv, wollten informiert sein. Auf zum Festplatz, dort ist Platz für alle. 12 Vereine zählt man in Röthenbach zum Sport. Die Schießsportgesellschaft, den TSV, den Fußballclub, den Athletiksportclub, die Reitergemeinschaft, die Leichtathletikgemeinschaft, den Deutschen Alpenverein, die Naturfreunde, den türkischen Sportverein, den Schachclub, den Motorsportclub und sogar den Schutzhundeverein, dessen Mitglieder gelegentlich einen Waldlauf mit Hund absolvieren sollen. Die Leichtathleten haben auf der neuen Schulsportanlage ideale Möglichkeiten, wenn auch erst seit etwa einem Jahr. Die LG Röthenbach wird von 5 Vereinen getragen, unter ihnen auch die Naturfreunde, die zusammen mit den Langstreckern des Deutschen Alpenvereins ihren Trimtrab ausnahmsweise auf der Kunststoffbahn statt auf dem Trimpfad hinter sich bringen. Bei 4 Metern im Stabhochsprung hat der 18-jährige Karl-Heinz Fichtner noch viel Luft zwischen sich und der Latte. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Zehnkampf war Fichtner Dritter. Mein Ziel ist nächstes Jahr Junioren-Europameisterschaften in Utrecht, im Zehnkampf eben. Und ich bin also schon im Nationalkader drin und ich hoffe also, dass ich das nächstes Jahr erreichen kann, mein Ziel. Das heißt also mit anderen Worten, Sie sind der einzige Sporthilfeempfänger in Röthenbach? Ja. Der starke Stefan Fleischmann ist der nächste Sporthilfeanwärter in Röthenbach. Ein zweiter Platz bei der deutschen Meisterschaft im vorigen Jahr war sein bestes Ergebnis. Das lässt die Gewichtheber vom TSV hoffen. Die starken Männer hatten in Röthenbach schon immer einen guten Ruf. Ohne Schweiß gibt's eben keinen Preis. Prunkstück des TSV, des mit 1300 Mitgliedern größten Vereins, ist die Waldsportanlage mit 5 Tennisplätzen, einem Hartplatz und 2 Rasenspielfeldern, auf denen sich die Jugend tummelt. Nicht nur Fußball, auch Handball gehört zum Angebot für Groß und Klein. Die Dreifachsporthalle mit rund 700 Zuschauerplätzen steht selten leer. Der FC Röthenbach ist der Lokalrivale des TSV, obwohl sich die Fußballer notgedrungen aus dem Weg gehen. Sie spielen in verschiedenen Klassen. Für die Kameras stellten sie sich zum Gruppenbild mit Trainingsspiel. Der FC ist mit mehr als 750 Mitgliedern der zweitgrößte Sportverein am Ort. Er nimmt im Pegnitzgrund 4 Tennisplätze, ein Kleinfeld und 2 Rasenplätze sein eigen. Die Fußballer beider Seiten gehören natürlich, wenn schon nicht zu den erfolgreichsten, so doch zu den populärsten Sportlern. Das kann man von den Badmintonspielern nun wahrlich nicht behaupten. Sie fristen, wie die Volleyballer, Tischtennisspieler und Kegler, ein Schattendasein unter dem Dach des Fußballclubs. Das schnelle Spiel mit dem faulsten Ball der Welt ist eben auch in Röthenbach nicht jedermanns Sache. Selbstständig ist auf dem Boden der gleichen Halle der Athletiksportclub, dem früher auch die Gewichtheber angehörten, die später aber, wie wir schon hörten, zum TSV übergelaufen sind. So sind heute Ringer und Judoka unter sich. Sie legen sich gegenseitig aufs Kreuz, so gut sie es können, natürlich ohne sich ernsthaft weh zu tun. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und rangeln tun vor allem die Jungen doch überall gern.
Die Judoka lernen nicht nur fernöstlich zu kämpfen, sondern bezeichnen selbstverständlich auch die wichtigsten Griffe in perfekt japanischer Sprache. Im stockdunklen Keller der Turnhalle bauen sich die Judoka gegenwärtig selbst ein Dojo, auf gut Deutsch ein eigenes Heim. Die Schachspieler lassen sich ganz gern gelegentlich frischen Wind um die Nase wehen. Das ergibt dann als Krönung die sogenannte zweifache Kombination, Gehirn und Muskelschmalz. Schließlich müssen König, Dame und Turm ein bisschen bewegt werden. Die erfolgreichsten Röthenbacher Sportler sind diese drei Burschen mit ihrem Trainer. Hans-Peter Steyer, Thomas Bayer und Volker Hick. Alle drei sind deutsche Schülermeister im Bogenschießen. Die Schießsportgesellschaft ist besonders stolz auf ihre meist jugendlichen Mitglieder. Aber mit der Waffe können sich überwiegend nur Mannsbilder und solche, die es werden wollen, anfreunden. Ganz anders ist das bei den Reitern. Von 34 Kindern bis zu 14 Jahren, die Mitglied bei der Reitgemeinschaft sind, handelt es sich um 34 Mädchen und nur einen einzigen Jungen. In Himmelgarten vor den Toren Röthenbachs hat die Reitergemeinschaft ein herrliches Gelände. Nur der Krach von der Autobahn Nürnberg-Berlin wird gelegentlich als zu laut empfunden. Der Derbywall ist auf jedem Springplatz eine echte Rarität. Links im Bild, das ist Heike Feichtmeier, 12 Jahre alt und dreifache bayerische Meisterin im Schwimmen. Viel Sport gibt's in Röthenbach, meint sie. Aber... Ein Schwimmverein haben wir nicht. Das. Ich freue mich, liebe Röthenbacher, dass Ihnen der Versuch, diese Vielfalt des Sports in Ihrer Stadt zusammenzufassen, gefallen hat. Da haben wir die Heike. Wo treibst denn du deinen Schwimmsport? In Erlangen. Achso, war das in Erlangen gedreht? Ihr habt doch ein Hallenbad in Röthenbach. Ja. Ihr habt doch ein Hallenbad. Ja. Warum gibt es keine Schwimmabteilung beim TSV oder beim, wie heißt der andere große Verein? Fußball. Beim FC? Weiß nicht. Vielleicht eine kleine Anregung. Wenn man bayerische Meister hat, dann sollte man das eigentlich wahrnehmen. Herr Munkert, vielleicht Sie sind der Bürgermeister, vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu tun. Ja, ich werde mich bemühen. Versprochen? Versprochen. Sie wissen, dass diese Sendungen mitgeschnitten und gelegentlich wieder vorgespielt werden. Ich weiß, wir haben auch einen sehr tüchtigen BLSV-Kreisvorsitzenden da. Wer ist denn das? Ist der dabei? Da hinten sitzt er. Vielleicht können Sie da auch ein bisschen helfen. Würde uns freuen. Liebe Röthenbacher, Sie sind sicher einverstanden. Na, jetzt muss ich nur eins sagen. Wo ist denn der Ringer mit der kaputten Schulter? Das bist du. Er hat sich nämlich bei den Dreharbeiten so angestrengt, dass sich die Schulter, ich weiß nicht, luxiert oder gebrochen hat. Ja, gebrochen. Das Schlüssel dran. Ehrlich? Ja. Wo ist denn dann der Gips? Da muss man doch so einen Gips haben. Ja, da gibt es keinen Gips. Warum nicht? Weil es wird so ein Rucksack, wird man da draus gemacht. Und weil er sich so verletzt hat, ist er als 31. mit ins Studio gekommen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und du wirst bald wieder gesund. Es war halt ein Sportunfall, wie er mal leider vorkommen kann. Okay. Wir haben gesagt, die kleine Heike soll ziehen, den nächsten Ort. Machst du das für uns? Ja. Als erfolgreiche Schwimmerin. Hier sind alle Karten drin der Gemeinden aus Unterfranken, die wir noch nicht besucht haben. Jetzt greife mal rein, komm, steh auf, geh her, greif rein und sag uns, was wir in 14 Tagen, dreh die zur Kamera, damit es alle sehen, was wir in 14 Tagen in unserer Reihe Wir kommen nach vorstellen. Aura im Sinngrund. Aura im Sinngrund. Das klingt nicht gerade nach Großstadt. Dankeschön, Heike, nimm Platz. Liebe Freunde aus Aura, rufen Sie uns bitte schön an. Ich suche jetzt nicht lange auf der Karte rum, wo es ist. Ich weiß zwar ungefähr, wo die Sinn ist, aber wo Aura ist, weiß ich nicht. Rufen Sie uns bitte an. In 2 Wochen sind Sie dann hier und wir mit einem Bericht über den Sport bei Ihnen vertreten. Schönen Dank, liebe Gäste aus Röthenbach. Es geht noch weiter im Programm. Auch wenn die Saison zu Ende geht, nämlich die Saison der Wassersportler, der Wasserskifahrer, Segler, Motorbootfahrer, Surfer, so ist doch jedes Mal zum Saisonschluss in Friedrichshafen die Interboot, eine internationale Bootsschau, auf der es alles gibt, was des Seglers und so weiter Herz begehrt. Wir haben einen kleinen... Oahu Highway, eine schnurgerade Linie durch eine Lava-Wüste entlang der Westküste Hawaiis. Ein Ort voller Legenden.